Wer hat auch diese Condition? Ich krieg halt wirklich von dieser fettigen Creme, kriege ich halt wirklich schnell Pickel. Also, weiß ich nicht. Ich brauche mal hier diese wässrigen Geschichten. Ich glaube, ich habe irgendwas mit. Meine Frau lässt mich ja inzwischen nicht mehr raus ohne Sonnencreme. Ich sehe ja, Zitat, aus wie ein altes Ledersofa. Dankeschön an der Stelle. Sie sorgt sich um dich. Das ist doch süß. Ja, gut. Kann man so und so sagen, ne? In manch anderen Lebensbereichen vielleicht auch dann nicht. Zum Beispiel, wenn der Schniepi mal juckt. Oh je. Oh Gott, Noridoc 11. Noridoc 11, wo sind wir? Da sind wir doch. Eieiei, das gibt wieder eine ganz saure, eine ganz, ganz saure Nachricht. Kannst du wen anders fragen, okay? Jetzt nicht. Jetzt nicht. Okay? Nö. Moino hat lange geübt. Tim, einmal nochmal anpeitschen, bitte, Bremen, weil jetzt könnte es richtig knallen. So. Oh. Ja, der war drin. Das war doch gut. Bester Aufschlag bisher, Moino. Seid fruchtbar und mehret euch. Vielleicht werdet ihr heute Mama. Ich wünsche euch was. Seid fruchtbar und mehret euch. Damit gehen wir raus aus diesem ersten Spiel. Ja. Also mal, wenn die Bälle ab und zu so leicht in den Rücken, ich bin immer unter Ball. Die Bros liegen nach vorne. Der eine war doch auf der Becke. Ja. Hey, komm her! Hallo da! Das sind die heiligen Hallen. Sehen gar nicht so heilig aus. Ja, aber ist doch schön, aufgeräumt. Sieht besser aus, als es schon mal war. Bye, have a great time. Das ist auch wieder, hä? Was soll ich jetzt in die Kamera sagen, während ich hier sitze? Das war auch schon wieder Dirkfunk Prime, ey. Hält uns seinen Riesenprängel vors Gesicht, also die Kamera, und dann will er mit uns kommunizieren und weiß aber selber, wenn du diese Dinger hier aufhast, dann hörst du doch nicht. Nichts. Übrigens, sorry an die Regie, ich habe eben auf den falschen Auszeigknopf gedrückt. Ja, ich weiß, ich habe Dirk jetzt auch hier und die Konsequenz daraus, dass du oben warst, ist jetzt, dass sie gefettfingert haben und wir müssen wieder alles reparieren. Good job, Dirk. GG. Ja, die war richtig schön, der Biss. Hanna, bist du Volleyballerin? Ja. Das ist schon mal ein erstes gutes Zeichen mit Werfen, wie sieht's aus? Ja, ganz gut. Wichtige Frage, wie viel hast du schon getrunken heute? Ein bisschen, hat sie gesagt. Was heißt okay. Ein bisschen? Ja, wir sind seit 8:30 unterwegs. Okay, dann vertraue ich dir komplett. Komm, dein Versuch, wenn du es gut machst, sorge ich auf jeden Fall dafür, dass wir für dich ein Freigetränk haben. Aber ich muss dir psychologisch noch den Druck nehmen. Dirk hat bisher nur Scheiß gemacht, das heißt, du hast eigentlich gar keinen Druck. Danke. Ja, ganz gut. Fabre, mach's mal richtig laut für Benet und David Ponywart. Danke. Benet, wer ist Benet? Das vertagen wir. Können wir gleich mal. Sollen wir erstmal interviewen? So, Oskar, die Musik schrauben wir ein kleines bisschen runter. Oskar! Hallo! Verpiss dich, du Hurensohn! Oskar ist ein kleines bisschen Zeit. Wir führen 1-0. Hören damit auf. Peter, nee, ich will gar nichts mehr hören. Der nächste Ball ist jetzt da. So, wir spielen den nächsten Ball. Aber lass trotzdem, wenn du was noch mit den Schiris kommunizierst, dann kommunizierst du so, dass sie es verstehen. Peter, es ist. Abgeschlossen. Hör auf den Ball wieder ran. Ich spiele zu und dann finden wir eine gute Lösung. Auf die Aufscheiße. Man kann auch mal Fehler machen. Akzeptiere mal Fehler. So, nächster Ball. Achso, ich dachte, es geht um den neuen Spitznamen von Dirk Funk. Pummelfee. Dirk schon echt auch massiv unterwegs. Präsent ist er auf jeden Fall neben uns. Wir machen schon mal die erste Vorstellungsrunde. Vom SV Leuscheid. Ja, genau. Bin ich sogar im Vorstand. Fußball habe ich lernen. Wollte eigentlich nur deinen Namen wissen. Ich heiße Hendrik. Hendrik, hallo. Es freut mich, dass du da bist. Hallo Dirk. Hallo Philipp. Ich glaube, die Regie hat gefettfingert. Die Regie hat gefettfingert? Das wäre nicht das erste Mal. Einfach schwimmen. Ah, nee, halt, Sekunde, ich bleib eben. Wir haben einen Namen dazu, Dirk, ne? Einfach schwimmen. Der sieht sowieso. Nee, Peter, du hältst den Mund. Der sieht sowieso wieder. Nee, Peter. Du checkst auch nichts, dass du in den Bar reinrillst. Der sieht, wenn ich in der Linie stehe und macht dann den Cut. Brauchst mir nicht sagen, was man gegen Clemens zu spielen hat.